Ho, 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 Freunde. Willkommen zurück zu Cube World. Heute können wir mal ein bisschen vielleicht darüber quatschen, wie das Community-Event so abgelaufen ist. Ihr könnt mir auch gerne in die Kommentare schreiben in der Folge jetzt mal, was euch besonders vielleicht gefallen hat, wenn ihr daran teilgenommen habt. Es war ja schon ein paar Kommentare da gewesen, dass das gerne mal wieder stattfinden soll, dass ihr vielleicht keine Zeit hattet, mit dran teilzunehmen. Ja, da habe ich ja schon drauf geantwortet. Es wird definitiv noch so ein paar Community-Events geben. Da könnt ihr euch drauf verlassen. Wann das ist, das bleibt noch abzuwarten. Ich hoffe ja drauf, dass diese ganzen Server-Tools alle bald mal rauskommen, dass man da halt auch ein bisschen mehr machen kann. So, dass wir vielleicht auch ein bisschen was anderes machen können, weil momentan, Cube World ist schon eine coole Sache, aber es hält sich natürlich zurück mit. Was ist das denn für ein komischer Kasten hier? Es hält sich ja schon so ein bisschen zurück, was die Features noch momentan angeht. Ich denke, da kommt noch relativ viel, aber im Moment im Zustand ist das dann doch relativ, ich sage mal, überschaubar, was man machen kann mit einer größeren Gruppe auch. Was da doch ein bisschen Glück habt. Zum Glück haben wir dann eine coole Lava-Biome noch gefunden. Und ja, ich habe auf jeden Fall die Idee, halt mit den Bomben noch was zu machen. Da könnte man ja wirklich so eine Art Bomber-Game machen oder irgendwie so. Also sich gegenseitig wegbomben mit vielleicht ein paar kleinen Regeln oder so. Vielleicht lasse ich mir da zum nächsten Event mal was einfallen. War auf jeden Fall ganz lustig und der Server ist auch gar nicht so oft abgestürzt und war gar nicht so extrem laggy, aber ja, war nicht extrem störend. Ich reite hier gerade durch eine Wüstenbiome, weil ich die gefunden habe. Oh, Nomade. Ja, man hat auch in den Kommentaren gesagt, man kann die Waffe in die rechte Hand packen, dann macht die mehr Schaden. Ich wusste gar nicht, dass das einen Unterschied macht. Ich habe sie einfach mal, letztes Mal einfach in die Waffenhand gepackt. Sehen wir aber gleich, wenn wir vielleicht nochmal einen Gegner treffen. Das Doofe ist, ich sehe jetzt bei der Dunkelheit, ihr seht wahrscheinlich auch gar nichts. Also die Waffen, die Quests, es ist zu dunkel auf der Karte. Das ist definitiv ein Fehler. Weil man in der Nacht halt die ganzen Quests nicht mehr sehen kann. Das ist schon scheiße. Aber wir reiten ja einfach mal durch die Wüste, weil ich die Wüste auch ganz cool finde. Und ja, auf jeden Fall, das Community-Event hat mir Spaß gemacht. Es wird es auf jeden Fall nochmal wiedergeben. Wann genau, kann ich natürlich nicht sagen. Muss natürlich auch Zeit zu da sein und vielleicht irgendwie eine kleine Idee oder die Server-Tools da sein oder. Wir gucken mal, würde ich sagen. So, kann man sie vielleicht denn wenigstens oben rechts auf der Karte sehen, die Quest? Das wäre wenigstens etwas. Oh. Genau, jetzt schreibt mich immer den Steam an. Jetzt habe ich aber gerade keine Zeit. Weil ich auch glaube ich gar nicht raus. Doch, ich könnte raustappen, aber dann unterbricht er die Aufnahme. Da habe ich auch keine Lust zu. Ja. Was ich gerade sonst noch mache, ist ein Anime schauen. Ich gucke gar nicht mehr so viele Animes wie früher. Die müssen dann wirklich schon gut sein oder wirklich in die Richtung gehen, wo ich auch Bock habe. Aber was ich gerade momentan gucke, Watamote, das ist. Ja, guckt es euch am besten selbst an. W-A-T. Okay, jetzt muss ich überlegen. W-A-T-A-M-O-T-E. Watamote. Ja, ist ein relativ cooler und lustiger Anime, so Slice of Life. Ich fand ihn, also ich habe mich bei der ersten Folge wirklich wieder schlapp gelacht und mich richtig drüber gefreut. Bis jetzt gibt es nur die erste Folge auf Deutsch übersetzt, weil der auch gerade erst noch gesendet wird. Aber ist auf jeden Fall relativ cool gemacht. Und ich habe mir wirklich den Arsch abgelacht. Also ist wirklich ein Anime, den man sich mal reinziehen sollte. Na, mache ich jetzt wirklich mehr Schaden? Wow, das ist ja ein Boss. Wow! Ich schieße einfach und alle. Fuck you. Komm, stirb, 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 stirb. Aua. So, jetzt komm. Ekliger, hässlicher Moskito. Alter. Ja, ich jetzt letztes wieder einen im Zimmer, ey. Nachts, wenn dann das Fenster aufmacht und dann das dumme Licht an ist, da kommen tausend so eine Kackviecher, ey. Rache. Stirb. Stirb. Stirb einfach. Drecksvieh. Oh. Ja, komm. Oh. Oh. So, Eis plus 100. Ja, okay. Power plus 100. Ja, das kann ich gebrauchen. Habe ich ja nur überhaupt nicht. Egal. Alter.
Wo war ich stehen geblieben? Ah, eigentlich beim Anime. Aber ja. Schaut euch den mal an, falls ihr auf Anime steht, die Slice of Life sind, aber die ziemlich lustig sind mit einem coolen Charakter. Ist wirklich sehr geil. Ja. Komische Moskitos, ey. Das hatte ich letztes wieder. Man macht einmal kurz das Fenster auf, weil es unerträglich heiß draußen ist. Und dann kommen diese Mücken und was auch immer. Das gleich einen halben Zoo im Zimmer. Ist übelst auf den Nerv geht. Aber naja. Was soll man machen? Man kann es da oben mal hochdüsen. Puh. Muss aber momentan ein bisschen gucken. Was jetzt. Wow. Sich. Wow, was ist das denn? Sind das so Grafikglitches? Habt ihr das gerade gesehen? Diese. Oh, da oben geht aber Party ab. Da düsen wir jetzt mal hin. Hallo? Ja, okay, das sind immer meine Freunde. Ah, die kämpfen auch. Aber gegen was kämpfen die hier oben? Ja, wir sind eine Menge Leute. Ich glaube, hier ist eine Quest oder so. Oder zumindest ist es ein größeres Gebiet, wo mehrere Gegner da sind. Da haben wir doch mal wieder Glück gehabt. Terrier steht hier auch nur irgendwie so useless rum. Auch wenn es Evoli ist. Oh. Ich sollte noch mal was essen, ey. Jetzt segnen wir gleich das Zeitliche. Boah, dauert das lange. Nicht irgendwas Besseres. Ich glaube nicht. Was ist das? Plus 20. Ey! Achso, er heilt mich. Alter, ich dachte schon, was will er denn? Und dann will er mich nur heilen. Ich bin auch ein bisschen schreckhaft gerade, aber ist okay. Ich kriegen wir auf der Karte geguckt. Boah, ist die Musik gerade laut. Naja. Oh, die Musik ist doch ein bisschen sehr laut. Ich muss die mal leiser machen. Oder? Ja. Na. Ey. Er beschießt mich ja doch. Er war doch ein Gegner oder was? Da war ich sogar gerade rausgetoppt. Und er schießt und schießt und schießt wie so ein. Oh, Mann. Ja. Ich sehe halt gar nichts. Doch. Au. 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 Ich antworte gleich in Steam. Bitte warten. Ich sehe halt den Scheißdreck. Es ist echt scheiße in der Nacht. Ah, egal. Nächste Aufnahme machen wir auf jeden Fall wieder am Tag. So bedeuten wir das hier vielleicht gar nicht so extrem lang ziehen, aber ja. Ich wollte einfach nochmal so ein. Auch ein halt. Moment. Stimmungsabfrage machen, wie euch das Community-Event halt gefallen hat. Und vielleicht auch Energien sammeln. Ja, nein. Ideen sammeln. Ja, Ideen sammeln. Darauf wollte ich hinaus. Falls ihr welche habt. Und wie wir das Ganze vielleicht verbessern oder verändern können. Ich möchte auf jeden Fall gerne mehr machen, weil ihr da halt auch Bock drauf habt. Und weil ich da auch Bock drauf habt. Zum Glück haben wir ja den Server und können das überhaupt machen. Was ich ziemlich geil finde. Wir sind momentan immer noch am rumhantieren, da noch was anderes an den Start zu kriegen, aber ja, das läuft alles noch nicht so, wie ich das möchte. Deswegen ist das problematisch. Und ich möchte auch gar nicht so viel dafür verraten, jetzt schon voraus, bevor ich das überhaupt euch erzählt habe. Deswegen sind wir da, bleib ich da lieber mal still. Schlimm, wenn man immer diesen im Wir-Faktor redet oder dann wieder auf ich wechselt, ey. Ganz schlimm. Let's Playen ist sowieso eine ganz schlimme Sache, weil man irgendwie ja doch mit sich selbst redet. Wenn man sich so mal genau überlegt, man sitzt hier vorm Spiel, aber so ins Mikrofon hinein. Ja gut, man weiß halt, dass es sich hoffentlich irgendjemand anhört und für den labert man dann halt, aber im Grunde genommen sitzt man halt vorm Spiel und redet mit sich selbst, was schon ziemlich awkward ist, also ziemlich wie auf Deutsch. Ich hasse es, wenn ich anfange, Sachen auf Englisch zu schauen, da englische Streams oder irgendwie Animes auf Englisch zu schauen, fange ich an, irgendwie Deutsch und Englisch zusammenzuwerfen. Tut mir leid, Leute. Ich weiß, das ist voll nervig und ich mache das auch nicht, weil ich irgendwie Englisch voll cool finde. Das ist einfach irgendwie so Angewohnheit. Ich weiß nicht, wieso ich das mache dann. Ich hatte teilweise so, da habe ich relativ viel englisches Zeug geguckt. Da gehst du dann schon in die Küche, willst dir irgendwas zu essen machen und fängst dann schon im Kopf an, Englisch zu denken. Wo ich mir nur denke, what the fuck geht ab, ey?
Dann bin ich eigentlich der Letzte, der sagt, oh, Englisch ist so cool, ich muss alles auf Englisch spielen und alles auf Englisch stellen. Also, ich mag Deutsch, ich mag die deutsche Sprache, ich mag auch deutsche Übersetzungen, wenn sie nicht so völlig abgefuckt sind, wie sie nun mal manchmal sind. Aber ja, wenn ich da einfach mal englische Begriffe reinwerfe, tut mir leid, Leute, ist keine Absicht. Wird vielleicht auch wieder besser oder schlimmer, je nachdem, wie viel englischen Content ich mir reinziehe. Ja, weil zum Beispiel Watamote ist halt nur erste Folge auf Deutsch und der Rest auf Englisch, aber ist das wieder mal so ein guter Anime, den ich nur sogar auf Englisch gucke. Den letzten Anime, den ich sogar unbedingt auf Englisch weitergucken musste, ich weiß gar nicht, ich glaube, es war Hajime no Ippo, ein Anime über Boxen. Der hört sich jetzt vielleicht furchtbar langweilig an, aber der ist super gut. Ich weiß nicht, ob es da mittlerweile sogar mehr deutsche Folgen gibt, aber es gab halt nur so 30 deutsche Folgen. Der Anime hat so 100 noch was Folgen in der ersten Staffel. Die zweite kam dann auch irgendwann jetzt. Und ja, der ist auf jeden Fall auch schaubar. Ich kann ihn auch nur empfehlen. Und den habe ich dann auch auf Englisch komplett geguckt. Mittlerweile ist mein Englisch halt auch so gut, dass ich da einigermaßen mitkomme. Was heißt einigermaßen? Ich verstehe schon 90%. Also die kommen mit irgendwelchen komischen Worten, wo ich immer nur denke, what? Was willst du jetzt von mir? Naja, wobei die deutschen Übersetzungen halt von Animes teilweise auch ziemlich trollololol sind. Weiß ich nicht, wenn ich dann nur sehe, er sagt gar nicht Tschüss oder so, er geht halt nur und sagt nur den Namen von der Figur und sie übersetzen müssen auf Wiedersehen. Aber der hat doch gerade den Namen gesagt. Das so, hä? Hä? Naja, ist auch egal. Übersetzen ist auch aber auch gar nicht so einfach. Man sollte da vielleicht ein bisschen Respekt vor haben, weil ich habe da jetzt wieder in. Also, man sollte sich vielleicht mal, wenn ihr Podcast mögt, schaut euch mal, oder schaut, ja, schaut die, euch den Podcast an. Hört euch den Podcast an von Gunnar Lott und Christian Schmidt, Stay Forever, wenn ihr auf alte Computerspiele steht. Und Christian Lott macht ja auch jetzt. Nee, ist es Christian? Nee, ist Gunnar. Gunnar macht ja auch so ein bisschen Übersetzungsarbeiten und er hat ein bisschen was erzählt. Fand ich wirklich sehr interessant, wie so das Übersetzen von Spielen auch funktioniert und wie das Ganze so abläuft. Ja, ist gar nicht so einfach und dass da mal so ein paar kleine Übersetzungsfehler einfach reinkommen, finde ich gar nicht so schlimm. Solange die Übersetzung halt einigermaßen akkurat ist und nicht irgendwie völlig katastrophal oder so übelst die Crap-Sprecher sind, weil ich weiß nicht, ob irgendjemand die deutsche Übersetzung von, also von, wie heißt das, Code Geass kennt. Code Geass, super geiler Anime, kann ich auch nur empfehlen. Aber da gibt es eine deutsche Übersetzung, also mit deutschen Dub, also richtig mit Sprechern. Und die Sprecher sind so scheiße in dem Anime, da, boah. Da kann ich echt nur empfehlen, schaut euch lieber den Zapper an. Ah, im Großteil schaue ich halt auch lieber deutsche Übersetzung. Wenn es dann irgendwie einigermaßen okay ist. Mann, hier ist nichts. Ich hasse es. Wir sind mitten in der Oase. Ich dachte, mir ist hier in der Oasis irgendwas. Aber dem ist wohl nicht so. Nein, nicht so schlimm. Ich habe ja selbst Cube World übersetzt. Also nicht ich persönlich habe es übersetzt, aber ich habe ja den Mod installiert. Nicht, weil ich es brauchen würde, aber einfach so just for fun. Mal gucken, ob das gescheit funktioniert und das tut's. Legen wir uns einfach mal schlafen. Puh. Ich hatte auch wieder ey, diese Fliege heute. Kennt ihr das, wenn man aufwacht und da so eine Fliege um einen herumstürmt? Ey, ich könnte ausrasten. Das habe ich vorhin schon mal im Moskito gesagt. Ich hasse es am Sommer, dass da überall so viele Viecher rumfleuchen und keuchen. Deswegen finde ich, wenn sie teilweise im Winter auch einfach geiler sind. Nicht so viele Kackviecher draußen. Nur komische Insekten-Kackdinger einfach totschießen, ey. Würde ich auch mir einfach gern liebst eine Armbrust nehmen und die komischen Dinger vom Himmel schießen, ey. Und dann ist man wieder ewig unterwegs, diese Dinger platt zu machen oder so. Boah. Es ist die Hölle, sage ich euch. Aber ihr kennt es ja wahrscheinlich selber. Wir haben mal noch, also ich habe mal relativ noch ländlicher gewohnt, sage ich einfach mal. Da waren wir schon fast neben einem Bauernhof gewohnt. Und da waren so viele Fliegen im Sommer, Alter, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Wenn da nur eine Fliege im Raum war, dann hast du schon Glück gehabt. Ey. Boah, das war echt Horror. Und dann hatte man so dänische Kippfenster, kennt wahrscheinlich kein Arsch. Aber das sind so Fenster, die man halt nur kippen kann, wie diese Velux-Dachfenster. Und die in sehr groß, in normalen Fenster. Und dann müsst ihr euch halt vorstellen, dass dann so richtig viele Fliegen kommen. Und du kannst halt kein Fliegengitter dran machen, weil die nur so eine Kippfenster hast. Holla die Waldfee, das will ich nie wieder haben. Zum Glück wohne ich zwar jetzt auch,
wohne ich ländlich? Jein, ich wohne schon, ich wohne am Rand von Flensburg. Flensburg ist für Schleswig-Holstein, muss man sagen, eine relativ große Stadt. Und hier wohne ich schon in der Nähe. Also, ja, wenn ich rechts um mich herumgucke, ist hier schon Wald und Wiese.